Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute wird mit einer großen Dutch-Ofen-Lüge aufgeräumt. Ihr bekommt außerdem noch eine Dutch-Ofen-Kaufempfehlung und es gibt auch einen zu gewinnen. Viel Spaß bei diesem Video. Also zuallererst möchte ich mal sagen, dass ich nicht die Dutch-Ofen-Expertin schlechthin bin. Aber ich kann durchaus Erfahrung vorweisen und aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen und den an euch weitergeben. Ja. Wer meinen Kanal kennt, der hat schon einige Dutch-Ofen-Videos bei mir auf dem Kanal gesehen. Also ziemlich viele. Ich habe ihn auf Kohlen betrieben, auf dem Hotwok, auf dem Gasgrill und so weiter und habe wirklich da Erfahrung gesammelt, auch auf dem Lagerfeuer. Ja. Und auch verschiedenste Dutch-Öfen kommen. Offens, Dutch Ovens, sagt man, glaube ich, kamen bei mir schon zum Einsatz, unter anderem von der Firma Lodge, dann Camp Chef, Barbecue Toro und Big Barbecue, auch der Petromax war schon im Einsatz bei mir. Wo ist der hin, der Petromax? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen hier. Den Petromax, den habe ich an meinen Bruder verschenkt. Aha, bekommt der dann ein gutes oder ein schlechtes Produkt, wenn der außer Haus geht? Das ist jetzt eigentlich so das Stichwort schlechthin, Kameramann. Du solltest jetzt hier rüber wandern, weil du bist nämlich eigentlich da jetzt richtig gut im Bilde und solltest da mal ein bisschen deinen Senf jetzt dazugeben. Jetzt klären wir mal auf. Ich? Ja, kommst rüber. Ich koch doch gar nicht mit dem, ich grill doch gar nicht mit dem. Du machst doch das. Was ziehst du mich jetzt in deine Videos damit rein? Auf geht's. Du kennst dich aus. Lass die Zuschauer jetzt nicht hängen. Hast dich jetzt da ins Eck vergerochen? Ja, Angst? Aber beim letzten Video bin ich da vorn gesessen und da komme ich immer so noch dicker rüber, als ich eh schon bin. Und wenn ich mich jetzt da auf dem Bildschirm anschaue, bin ich ja fast schon gärtenschlank. Ja, aber das, dafür komme ich jetzt so fett rüber. Ja, aber die Leute sagen ja jetzt, die gratulieren dir ja schon, ob da was am Kommen ist. Im letzten Video hast du dich rechtfertigen müssen, ja, im vorletzten. Wer es nicht mitbekommen hat, wir blenden es euch ein. Egal, ob man da jetzt dick ausschaut oder nicht. Es geht jetzt um harte Fakten. Ja genau, und ich wollte doch jetzt von dir gerade wissen, wie schaut es aus mit dem Petromax? Warum ist das Ding jetzt bei deinem Bruder? Ist es deshalb da, weil es Schrott ist oder weil es High Class ist und du deinem Bruder nur das Beste gibst? Ehrlich gesagt hätte es auch jeder andere Dutch Oven werden können. Also lass uns einfach mal über die Qualität sprechen. Was kann man sagen? Ich koche nicht so viel damit oder grill viel damit, sondern ich bin ja derjenige, und da kommen wir, glaube ich, dann danach dazu, warum ich hier sitze und warum es um eine Lüge geht. Sie ist Schmutzen, ich bin Putzen. Schmutzen. Du musst eigentlich was über die Qualität von den verschiedenen Marken sagen. Ja, das kann ich. Also ich habe jetzt wirklich schon mit fast jedem auf dem Markt was zu tun gehabt, mit denen gekocht. Und ich kenne ehrlich gesagt keinen Unterschied, auch was irgendwie dieses Material betrifft, aber manche sagen, ja, das ist eigentlich dieses so schön feinporig und besonders von der Qualität her, das kann ich wirklich nicht feststellen für das, was man mit dem Gerät letztendlich dann macht, also kochen und braten. Auch habe ich schon davon gehört, dass man gewisse Qualitäts-Dutch-Ovens vielleicht 10 Meter runterschmeißen kann. Legen wir mal das Mikro hier ein bisschen näher zu dir hin, nicht so nah zu mir. Ich hoffe, das nimmt das alles auf. Nein, passt schon. Doch, das ist. Passt schon. Ja, genau. Also, wer schmeißt schon einen Dutch-Ofen aus 10 Meter Höhe auf dem Asphalt? Also, und wenn er mal runterfällt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer vielleicht weniger zerbricht und der andere ja, instabiler ist. Ja, letztendlich machen sie alle, was sie sollen, ja? Meiner Meinung nach. Dann ist es ja praktisch eigentlich egal, welchen man sich kauft. Aus deiner, sag ich jetzt mal, über 100, nicht 100-jährigen, aber über 100 Rezepte wirst du schon gemacht haben mit Dutch Oven. Ja, man kann sich sicher überlegen, ob man einen mit oder ohne Füße kauft, je nach Verwendung. Ja, wenn ich jetzt gern mit Kohlen operiere, dann würde ich natürlich mit Füße auf jeden Fall. Wenn ich ihn eher auf dem Gasgrill betreibe, dann halt ohne. Ja, damit er nicht im Rost da hängen bleibt. Die Größe ist noch ein Faktor, den man sich durchaus überlegen kann. Aber ansonsten, ich finde von den Deckeln her, die Dichtigkeit, ich konnte keinen Unterschied bisher feststellen. Und ich habe ohne Backpapier zum Beispiel gearbeitet. Ich habe schon diese Zimtschnecken gebacken, also in einem ich sag mal, günstigeren Modell. Das funktioniert alles genauso wie bei den teureren
Modellen. Ja, aber jetzt haben wir mir, beziehungsweise du am Anfang vom Video großspurig eine Kaufempfehlung angekündigt und jetzt sagen wir alles in gleich. Gibt es eine Kaufempfehlung? Für mich gibt es eine Kaufempfehlung, die da lautet, nehmt, was euer Geldbeutel hergibt und was ihr euch wünscht, welche Vorstellungen ihr habt von Größe, ja, wie viele Familienmitglieder ihr verköstigen wollt, ob ihr öfter mal eine große Ladung Schichtfleisch zubereiten wollt. Also da kann ich euch eigentlich nur dazu raten, dass ihr da gar keinen Fehler machen könnt. Das ist meine Meinung dazu. Dann wäre ich ein bisschen konkreter mit einer Kaufempfehlung. Sehr und gern. Zwar, ich würde euch empfehlen, nach dem Urteil der Chefin sind ja aus ihrer Erfahrung so die Qualität, ist der Qualitätslevel ungefähr gleich. Und sie hat einen Preis angesprochen, drum, man sieht es nicht, was draufsteht, das ist das Modell von Camp Chef, 8,8, knapp 9 Liter. Kostet bei grillshop.at online normalerweise um die 89 Euro. Kostet jetzt, der Link ist unterhalb in der Infobox, nur 69 Euro und ganz schlaue Füchse, aufgepasst. Leute, die sich bei uns zum Newsletter anmelden, bekommen von grillshop.at einen 5-Euro-Gutschein. Da könnt ihr dann nochmal, wer gut in Mathe ist, 69 minus 5 Euro, wer also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kurz vorbeischauen. Das, damit gehe ich mit, weil, ja. Ja, da kann man eine klare Kaufempfehlung dann aussprechen für so ein Produkt, das man dann letztendlich günstiger bekommt. Vielen Dank an grillshop.at. So, und bevor wir jetzt zur großen Dutch Oven Lüge kommen, möchte ich das Gewinnspiel jetzt verkünden. Und zwar könnt ihr diesen Dutch Oven von Camp Chef gewinnen, zur Verfügung gestellt von grillshop.at. Also wer nicht gleich kaufen möchte, der kann natürlich jetzt sein Glück versuchen. Die Bedingungen findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox und was ihr machen müsst dafür, um teilzunehmen, ist den Hashtag DutchOven-Rezepte unter das Video zu schreiben. Ja, und alle weiteren Infos findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. Ich wünsche euch viel Glück. Der ist fast wie neu von mir, ja, 2-3 Mal benutzt. Das ist ein Unikat sozusagen. Unikat, ja. Das ist ein Unikat. Und von mir geputzt und jetzt sind wir auch schon... Und ich glaube, wenn ihr euer Näschen reinhaltet, wird es nicht... nach dem letzten Gericht riechen. Jetzt glaube ich, kommen wir zur Dutch Oven Lüge und warum ich hier sitze. Ja, also. Machen wir einen Schnitt. Wer so einen Dutch Oven nutzt, der muss ihn natürlich auch hinterher putzen. Bei uns heißt es wirklich ich nutzen und Kameramann putzen. Kein Witz. Aber da ist ihm, dem Kameramann, schon was aufgefallen und mir auch. Also wir sind da voll einer Meinung und werden jetzt diese Erfahrungswerte an euch weitergeben. Und wir sind gespannt auf eure Meinung dazu. Also Kameramann, jetzt leg mal los. Naja, wenn man so im Internet sich umschaut, das ist ja nicht erst seit gestern so schon, da, sondern schon seit wirklich, seitdem wir solche gusseisernen Töpfe im Einsatz haben, informiert man sich ja auch drüber. Okay, danke. Da informiert man sich drüber, wie man die benutzt und einbrennt, muss man es einbrennen und nicht einbrennen und irgendwann kommt es dann auch zum Putzen. Und nachdem das mein Job ist, habe ich das schon eigentlich ziemlich früh gemacht und ich bin da... die letzten Jahre immer wieder über Webseiten gestolpert oder selbst Hersteller empfehlen das, dass man die ja nicht mit Spülmittel putzt. Naja, der Punkt ist der. Anja macht eine Fischsuppe mit einem Karpfen und Rotaugen. Und Aal. Und Aal. Also Aal nicht jetzt als stinkender Fisch, aber Anja tituliert gern Karpfen und Rotaugen als gestinkerte Fische. Und dann kommen Leute her und erzählen dir, dass du den nur mit heißem Wasser ausspülen darfst. Da geht der Geruch von der Fischsuppe, von den Karpfen, niemals komplett aus der Dutch Oven Innenwand raus. Und dann soll man den abtrocknen, mit Öl einreiben und mit leicht geöffneten Deckel in die Kammer stellen oder irgendwo kühl lagern. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen widerlich und das hat so einen Geschmackel. Da ist halt dann auch ein richtiger Grind dran. Ja, und wenn du einen Dutch Oven länger nicht mehr hernimmst und der hat diesen Ölfilm drauf, das habe ich wirklich schon gesehen, da sind teilweise irgendwelche Insekten drauf, ja, die dann sich denken, oh, alte Fischsuppe, schön im Öl, oh, also ekelhaft. Also ob man jetzt davon von einer Lüge sprechen soll, kann, darf, muss, sei dahingestellt, aber ein Gerücht ist es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, wenn man sagt, Anja hat schon 100 Mal einen Dutch Oven benutzt, ich habe den schon 100 Mal geputzt, ich putze immer
ab einer gewissen Stelle Zeit im Reinigungsprozess mit einem Spülmittel. Natürlich jetzt halt nicht mit wahnsinnig viel, natürlich auch nicht mit Scheuermilch, mit aggressiver, ja, auch nicht mit einem Stall, mit einer Stahlbürste. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal, weil wir das nämlich letztes Mal beim letzten Dutch Oven Rezept aufgezeichnet haben, wie dieser Prozess aussieht, und das kommentieren wir dann auch. Würde ich sagen, legen wir los? Ja, film ab. So, wenn die Dutch Oven Zaubermeisterin fertig ist mit ihrem Gericht, dann fülle ich das meistens zügig um, damit ich den Dutch Oven zeitnah sauber machen kann. Und jetzt kommt auch in diesem Video ein ganz wunderbarer Vorführeffekt. Eigentlich weicht man den Dutch Oven erstmal mit heißem Wasser ein. Bis hierhin ist es gut, aber nachdem ich nervös war und die Anja mich gefilmt hat, habe ich ein paar Sachen durcheinander gebracht. Ich habe ihn nicht eingeweicht, sondern gleich mit heißem Wasser und dem Schwamm begonnen zu säubern. Ist natürlich Käse. Lasst das heiße Wasser seinen Dienst tun für 10 bis 15 Minuten und da müsst ihr euch auch nicht so abmühen wie ich. Ihr seht, da unten ist schon ein bisschen leicht was eingebrannt. Kann vorkommen, ist überhaupt kein Problem. Dafür hat der Schwamm auch zwei Seiten, eine softe und eine bisschen gröbere. Und wenn das alles nichts hilft, kommt mein Putzbürstchen. Das sind Kunststoffborsten, die da dran sind. Die tun dem Boden nichts. Und ihr seht, da geht es dann schon flotter weg. Auch jetzt hat mal die grobe Schicht ohne längeres Einweichen. Aber mir fällt jetzt unter dem Videodreh dann schon irgendwann ein, hoppala, Meister, Putzmeister, das machst du doch eigentlich anders. Heißes Wasser rein. Stehen lassen, wie gesagt, und dann ist auch gut. Naja, da bürstel ich, da ist mir noch nicht eingefallen, aber in den nächsten 5 bis 15 Sekunden kommt mir dann dieser Geistesblitz. Ihr macht es bitte gleich so. Natürlich könnte man da jetzt auch Ewigkeiten weiterschrubbeln, aber das ist natürlich Käse. So, jetzt ist es ihm eingefallen und wir lassen das kurz einwirken. So, da lernt sie, das Wasser entsorgen wir. Hier seht ihr, das schaut natürlich jetzt schon gleich ein bisschen besser aus. Nochmal hingeschrubbt, wieder ein bisschen Wasser drauf geben und es löst sich annähernd alles. Die Seiten auch noch mit bearbeiten. Manche Gerichte lassen sich einfacher, beziehungsweise der Dutch Oven lässt sich nach manchen Gerichten natürlich einfacher sauber machen als nach anderen. Und hier kommt das sagenumwobene Spülmittel. Ihr seht, ich habe da wirklich nur einen kleinen Schuss rein. Jetzt wird noch mal ein bisschen gesäubert. Man kann das jetzt wirklich mit so einer Bürste machen. Nehmt bitte keine Eisenbürsten her, Stahlbürsten, Stahlschwämme. Da würde ich dann auch sagen, das macht die eingebrannte Dutch Oven Innenseite, schadet ihr, sagen wir es mal so. Oder ihr nehmt dann praktisch so einen Schwamm und zum Schluss wird das Ganze innen und außen ganz hoch säuberlich mit kaltem Wasser abgewaschen. Und falls jetzt jemand sagt, dann riecht doch oder schmeckt doch das Gericht nach Spülmittel hinterher, da kann ich ganz klar sagen, nein. Weil das Spülmittel wirkt ja nur ganz kurz ein, löst das Fett und wird dann mit klarem Wasser wieder abgespült. Wie man hier sieht. Also, Dutch Oven sauber. So, da Lazi, ihr habt jetzt das gesehen, der Abschluss, da ist der Film dann ausgegangen. Was ich da noch sagen hätte wollen, beziehungsweise zeigen wollen, das kann ich aber so verbal auch kommunizieren, ist, danach ordentlich richtig schön abtrocknen, und wir können jetzt die Kamera nicht schwenken, weil wir ein Stativ aufgebaut haben. Da hinten steht einer vor der Heizung. Ich stelle die immer einen Deckel drangelehnt an die Heizung, lasse die 24 Stunden da stehen, damit die richtig trocken sind. Und dann kannst du den Deckel auch drauf tun, dann brauchst du nicht schräg öffnen, und dann ab an ein kühles Plätzchen. Bloß nicht feucht an ein kühles Plätzchen, weil dann bekommt ihr nämlich diese leicht rostbraunen Stellen rein und dann könnt ihr wieder anfangen zum Neuputzen, eventuell sogar einbrennen. Ja. Und man merkt auch, wenn du ein bisschen Spülmittel hernimmst und den Dutch Oven vom Fett einfach befreist, ja, das geht ja eigentlich nur, du brauchst ja irgendwas zum Fett lösen. Ja. Und diese Patina, die wird nicht zerstört.
Also unsere Dutch-Öfen sind einwandfrei und wir haben sie einfach nicht so muffig dann eingelagert, wenn man mal wirklich längere Zeit nichts macht. Und nach einer Fischsuppe, ja, möchte ich da drin keine Zimtschnecken mehr machen, weil das ist wirklich so eine, das finde ich richtig widerlich, ehrlich gesagt. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, liebe Zuschauer, probiert das mal aus, reinigt euren Dutch-Ofen ganz zart, ein bisschen mit Spülmittel, wenn so, ja, ein bisschen fettigere Geschichten vorher drin gekocht wurden und dann optimal einlagern, trocknen und dann ja, ab in den Keller oder wo auch immer ihr den aufbewahrt. Ich muss zum Frühschoppen. Wir haben Ja, alles. du Wir haben musst die mir zum Frühstück. Kaufempfehlung, Ja. grillshop.at, massiv reduziert. Wir haben das Gewinnspiel, kommentieren mit Hashtag Dutch Oven, Dutch Oven Rezepte. Dutch Oven Rezepte Ja, und dann seid und ihr dabei. mit dem Gerücht ist auch aufgeräumt. Und mit dem Gerücht ist aufgenommen. Leute. Schreibt uns gerne, ja, Kameramann, bis zum Frühstück. Schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen und das Video in die Kommentare. Findet ihr das sinnvoll? Macht das Sinn? Habt ihr auch schon selber solche Erfahrungen gemacht? Würde uns sehr interessieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm einen Daumen nach oben. Ich blende euch noch was zum Abonnieren ein. Den Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert, wenn wir wieder am Start sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Glück, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Bis zum nächsten Mal, eure Anja, macht's gut. Gott sei Fix, wo ist denn jetzt der Autoschlüssel? Du verziehst immer alles. Zum Frühschoppen mit Auto, nix da.